Ich wurde von Megadeprit angeschrieben, ich soll doch mal deren Service bei meinen Tests berücksichtigen und das tue ich hiermit. Den Account habe ich nicht selbst bezahlt, den habe ich von Megadeprit bekommen. Als erstes habe ich mal den Account in ShadowLoader eingetragen und einfach ein paar Downloads gestartet. Der letzte Download ist ein OVH-Test-Download, da habt ihr die Referenz. Ich konnte meine 400 Mbit-Leitung so gut wie immer auslasten. Getestet habe ich diese vier Hoster hier, ShareOnline, Uboom, Uploaded und RapidGator. Und wie ihr seht, hat da die Geschwindigkeit gepasst im ShadowLoader. Da gibt es also erstmal nichts zu meckern. Es gibt auch einige Limits. Die seht ihr hier, die finde ich aber eigentlich recht fair, zumindest fürs Verhältnis, für den Preis, den man da eben bezahlt. Icerbox seht ihr hier, da habe ich auch einen Link benutzt, also den habe ich auch getestet, der hat auch funktioniert. Kommen wir zu den Torrents, man kann also auch Torrents einfügen, sowohl mit Macklit-Link als auch eine Torrent-Datei und die werden relativ schnell dann auf die Server von Megadeprit geladen und von Megadeprit werden die dann auf Un Fichier, einen französischen File-Hoster, hochgeladen. Und dann kann man die eben wieder über Megadeprit runterladen. Das ging alles relativ komfortabel und flott. Da habe ich wenig zu meckern. Bis auf die Tatsache, dass ich hier nicht gesehen habe, ob der Torrent auch seedet. Und jetzt wird es gruselig. Also später, kommen wir später noch dazu. Denn hier noch, wie es dann aussieht, wenn man den Torrent heruntergeladen hat, dann hat man hier diesen Link von Un Fichier und kann dann ja zum Beispiel ansehen mit VLC oder die Datei downloaden. Das Ansehen mit VLC funktioniert nicht, wenn man da auf den Link klickt. Das funktioniert aber, wenn man einen Rechtsklick auf Datei downloaden macht und den Link dann einfach in den VLC direkt einfügt. Das funktioniert aber auch nicht besonders gut. Also das Streamen ist da ein bisschen hakelig. Ich würde empfehlen, die runterzuladen. So, dann habe ich nachgefragt, wie sieht es mit dem Seeden aus? Ja, wir seeden überhaupt nicht, ist da die Antwort gewesen. We don't seed your torrent on some private trackers. Our system can fake the download. Also erstens ist das asozial. Und zweitens habt ihr natürlich dann die Gefahr, dass ihr dann von den Private-Trackern gebannt werdet. Und das zu Recht natürlich. Also wer Torrents nutzen will, der sollte da bei Megadeprit auf jeden Fall Abstand nehmen. Torrent funktioniert halt als Peer-to-Peer-Netzwerk und wenn da große Teile der Nutzer einfach sagen, ja runterladen tue ich gern, hochladen tue ich nichts, dann wird dieses Netzwerk einfach nicht mehr funktionieren. Kommen wir zum Datenschutz, auch da gruselig. Ich kann im Webinterface meine IP sehen, ich kann sehen, zu welchem Datum ich mit welchem User Agent und mit welcher IP ich unterwegs war. Die roten Sachen habe ich drauf gemacht, das ist komplett unzensiert im User Interface zu sehen. Der Support hat mir dann verraten, dass diese Daten wohl einen Monat lang gespeichert werden. Jetzt kommen wir zum weiteren Punkt und zwar der SSL-Verschlüsselung. Das Forum ist überhaupt nicht SSL-verschlüsselt, die Hauptseite wiederum schon, aber auch nur dann, wenn gerade kein DDoS läuft. Sobald dann DDoS läuft, scheinbar halten die das für eine gute Idee, einfach SSL auszuschalten, damit sie ein bisschen Ressourcen sparen. Das heißt, am Ende zahlen die Nutzer den Preis für den DDoS-Angriff. Zusätzliches Problem, das ganze SSL bei denen ist einfach Mist. Da gibt es diese Poodle-Attack, was auch immer, die kann auf jeden Fall SSL3 angreifen, erfolgreich. Und deshalb ist denen die SSL heruntergestuft auf das Rating C. Und ich wollte mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, habe sicherheitshalber mal meine Webseite gecheckt. Ich habe das Rating A und ich habe mir das ganz einfach über meinen Hoster zusammengeklickt. Also da ist jetzt keine Magic dabei, das auf A zu kriegen. Vor allem nicht bei einem Bezahlservice, der eine Nutzerverwaltung hinten dran hat. Was auch noch ein bisschen nervig ist, die halbe Seite ist irgendwie so auf Französisch gehalten, obwohl man die auf Englisch oder Deutsch umgestellt hat. Teilweise sind auch die Übersetzungen scheiße, aber ja. Das ist nur am Rande. Kommen wir zu den Preisen und da sieht es dann doch wieder ganz gut aus. Für einen 30-Tage-Account zahlt man nur 4 Euro und hat Unlimited Download. Das stimmt natürlich nicht, die Limits haben wir ja vorhin gesehen und die Geschwindigkeit passt auf jeden Fall auch. Mein Fazit ist also, wer den Hoster jetzt nur nutzen möchte, um von One-Click-Hoster mit dem Shadowloader runterzuladen, der wird da vermutlich wenig falsch machen. Allerdings solltet ihr euch dann bewusst sein, welche Daten der Anbieter von euch speichert.